In St. Peter am Ottersbach wurde zur großen Jubiläumsfeier 50 Jahre Marktgemeinde geladen. In der Ottersbachhalle trafen sich dabei Gemeindebewohner und viele Gäste, um dieses Fest gebührend zu feiern. Ja, das freut einen riesig, dass die Gemeinde und die Gemeindebürgerinnen und Bürger das so mittragen und so mitgenießen, dieses große Fest, dieses halbe Jahrhundert, was wir jetzt aufgearbeitet haben. Und ich glaube, der Gemeindefusionsprozess ist damit auch erledigt. Im Jahr 1974 wurde die Altgemeinde St. Peter am Ottersbach zur Marktgemeinde erhoben. 50 Jahre später wurde beim Festakt auch auf die Entwicklung der Gemeinde zurückgeblickt. Ja, mir macht alles besonders stolz, aber wir haben schon eines geschafft, dass die Gemeindefusion jetzt endgültig angekommen ist mit dieser Gedenktafel oder mit dieser Gedenkstadio, was wir da errichtet haben, was im Gemeindeamt auch dann richtig positioniert wird. Und wir haben so vieles geschafft. Also wir haben den Weg und die Vision 2025 voll eingehalten und 2030 haben wir noch ein paar Steine aus dem Weg zu räumen und dann werden wir dort sein, wo St. Peter hingehört. Im Rahmen des Festaktes wurde auch eine Ehrensäule mit allen Altbürgermeistern enthüllt. Ein weiterer Höhepunkt waren die Verleihungen der Ehrenzeichen für verdiente Gemeindebürgerinnen und Bürger und die Verleihung des Ehrenringes an Pfarrer Wolfgang Doberer. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist mit 60 Vereinen, darunter 10 Feuerwehren, 3 Musikkapellen. Man hat heute von der Kirche bis zur Veranstaltung gesehen, die werden nicht wegzudenken und die kehren eigentlich viel mehr noch vor den Vorhang geholt, weil die einfach das Rückgrat einer jeder Marktgemeinde sind. Glückwünsche zum Jubiläum gab es auch von zahlreichen Ehrengästen. Zu 50 Jahre Markterhebung kann man nur gratulieren und St. Peter Mottersbach ist einfach eine Gemeinde, wo man, wenn man den Festakt heute anschaut, merkt, dass ein Zusammenhalt in der Gemeinde ist, dass da sehr viele Hände zusammengreifen. Die 3 Musikkapellen haben uns gemeinsam unterhalten, die Landjugend übernimmt den Ausschank und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist einfach eine Gemeinde, wo der Zusammenhalt da ist, wo das gesellschaftliche Engagement da ist. Und dazu kann man Reinhold Ebner als Bürgermeister und der gesamten Gemeinde nur gratulieren. Und wenn man sich ein bisschen umschaut in dieser Gemeinde, dann weiß man, dass da unglaublich viel passiert ist in den letzten Jahren, dass da viel geschehen ist, dass da viel aufgebaut und positiv weiterentwickelt wurde mit dem Bürgermeister Reinhold Ebner, der die Sache und seine Arbeit wirklich großartig macht, mit seinem Team natürlich, alleine schafft man sowas nicht, aber mit seinem großartigen Team hat er die Gemeinde unglaublich positiv weiterentwickelt. Das Fest zeigte einmal mehr den guten Zusammenhalt in der Gemeinde. Somit ist der Blick in die Zukunft ein äußerst positiver. Ich hoffe mal jetzt, dass dieses Superwahl ja gut für uns ausgeht und ja, ich muss nicht mehr, ich kann noch und ich glaube, wir sind guter Dinge, dass wir auch diese paar Meilensteine noch bewältigen bis 2030. 50 Jahre Marktgemeinde St. Peter am Ottersbach. Ein Jubiläum, das gebührend gefeiert wurde.